Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Mr. Luke zockt. Ich bin euer Gastgeber heute mehr oder weniger der Frittenfriseur und wir schauen uns heute an oder hören uns heute an, was Mr. Luke zu sagen hat zur ersten Bilanz in der Saison. Der Giro steht bevor und wir wollen mal so ein kleines Zwischenresümee ziehen. Dazu ähm, haben eingeladen, zu anderen ich, aber auch ihr, die Zuschauer, denn wir haben einige Fragen bekommen von den Zuschauern. Aber begrüßen wir zuerst mal den Mann, um den es heute geht. Mr. Luke, hallo. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, mir geht es äh, sehr gut. Ich äh, freue mich über das heutige Event hier, die kleine Pressekonferenz kurz vorm Giro. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich äh, bin gespannt, was die Zuschauer so wissen wollen ähm, nach dem bisherigen Saisonverlauf und auch im Hinblick darauf, was uns bald dann beim Giro d'Italia bevorsteht. Ja, dann äh, würde ich sagen, hast du noch oder haben Sie natürlich noch irgendwas äh, hinzuzufügen oder sollen wir direkt starten mit der ersten Frage? Nee, wir können gerne reinstarten mit den Zuschauerfragen. Dann machen wir das doch. Okay, die erste Frage beziehungsweise die ersten Fragen kommen von Bokai. Ich würde sagen, ich lese mal eine nach der anderen vor und du kannst dann darauf antworten. Ja. Beziehungsweise die ersten zwei Fragen werde ich direkt mal zusammen vorlesen, weil die zusammen gehören. Und das ist heißt zum einen: Was hat die Teamleitung, also du, zur eher schwachen Klassikerleistung zu sagen? Und wird es eventuelle Konsequenzen geben? Und wird eine Verbesserung in diese Richtung bei den Dossiers und den Transfers angestrebt? Ja, okay. Ähm, das ist natürlich sicherlich ein Thema, was äh, die Leute brennend interessiert. Ähm, zum einen kann ich sagen, wir befinden uns äh, kurz vor dem ersten fünften. Das heißt, Dossiers können bald angelegt werden. Ähm, an der Stelle will ich jetzt noch nicht äh, zu viel verraten. Das äh, wird dann in den nächsten Teilen dann nochmal kommen, welche Fahrer wir hier genau verpflichten äh, werden. Aber es ja gibt einige, die, die sage ich mal so auf der Liste sind. Da kommen wir sicherlich gleich im Verlauf auch noch mal zu. Aber ähm, in jedem Fall ja, kann ich sagen, ähm, was ich auch angang, äh, eingangs in der Saison erwähnt hatte. Ähm, ich musste natürlich auch mit dem arbeiten, was jetzt hier der Vorgänger an Fahrern ähm, transferiert hat oder an Kader zusammengestellt hat. Und ja, leider mussten wir dann auch einfach feststellen, dass es ähm, nicht reicht. Zum Beispiel für die Ziele, die der Sponsor halt hatte. Flash Valon, Top 5 haben wir bei Weitem nicht erfüllt oder auch lüttich Bastonia lüttich top 10 ähm, nicht. Wir waren da ja eher so im Bereich Top 15. Ähm, ja, also da wird es definitiv äh, Veränderungen geben. Das kann ich schon mal sagen für die nächste Transferphase. Okay, interessant. Dann sind wir da mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, dann haben wir noch eine weitere Frage von Bokai bekommen und zwar ähm, völlig naheliegend anhand des Zeitpunkts. Welche Ziele hat das Team für den anstehenden Giro? Ja, äh, sehr gute Frage. Ähm, vielleicht blicken wir auch einfach mal an der Stelle darauf, welcher, welche Fahrer ähm, daran teilnehmen werden. Das natürlich auch. Ähm, ja, wichtig dafür, um dann sagen zu können, welche hier was äh, welches Ziel quasi erfüllen soll. Ähm, ich kann eben mal einmal kurz den vorläufigen Kader, also ähm, gehen wir mal davon aus, dass alle fit und gesund sind. Dann werden wir halt mit den folgenden acht Fahrern hier an den Start gehen. timulai, Martin, Rojas, Rocha, <laughs> Entschuldigung, äh, Zainok, Vilela, Bidar, Geschke und Cavaglio. Ähm, und ja, ich sag mal, das Hauptziel, weil es natürlich auch ein italienisches Rennen ist, äh, wird das Malia Ciclamino sein, ähm, mit Davide Cimolai äh, und diverse Etappensiege. Also das ist, sage ich mal, so der Hauptpunkt. Ähm, in der Gesamtwertung möchten wir möglichst äh, mit Rochard und Martin, mit den beiden Franzosen, auch in Richtung Top Ten angreifen. Ähm, da aber von Guillaume martin natürlich der Haupt, das Hauptaugenmerk auf der Tour de France liegt, ist jetzt der Giro, sage ich mal, bei ihm eher so das zweite Ziel. Demnach ja, kann ich einfach sagen, Ciclamino und Etappensiege sind das Hauptziel und sekundär wäre dann ja eine gute Platzierung in der Gesamtwertung. Denkst du, ich mach jetzt einfach mal du, ne? Weil sonst ja. für mich das eh. Ja. Äh, denkst du, Guy Amateur wird dieser Doppelbelastung gewachsen sein, erst in Geo zu fahren und dann noch die Tour de France als Hauptziel? Ah, ja, das ist eine gute Frage. Am Anfang der Saison ähm, haben die Zuschauer, äh, ZuschauerInnen äh, und ich mir die Frage auch schon mal gestellt, aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Ermangelung an Alternativen ähm, habe ich mich halt dafür entschieden. Es ist eigentlich mal ein kleiner Gamble, Tour de France ist halt das Hauptziel, deswegen kann es halt auch sein, dass es hier nicht für drei Wochen reichen wird, äh, vielleicht kann er aber auch, ähm, wenn es sonst in der Gesamtwertung nicht reicht, auf ein paar Etappensiege gehen, also ich hoffe, er kriegt es hin, aber ich bin noch skeptisch, ehrlich gesagt, einfach weil der Fahrplan nicht optimal ist, also das Giro Tour Double ist halt einfach schwer, ähm, Giro Vuelta wäre halt besser. Ähm, vom Fahrplan her ist aber jetzt halt einfach nicht drin, sage ich mal. Ähm, von daher hoffe ich, dass ich ihm da nicht zu viel aufbürde. Okay. Gut, dann wir werden es sehen. Ähm, erstmal natürlich viel Glück und Erfolg beim Giro. Ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt bei den Zielen. Dann haben wir zwei Fragen bekommen von Marcel Zehe. Und der hat gefragt, beziehungsweise auch das ist eigentlich eher eine Frage. Wer sind die Tops und Flops bei den Fahrern und wer hat überzeugt und wer hat eher enttäuscht? Ja, okay, dann ähm, werfe ich hier gerade nochmal einen Blick kurz parallel auf ähm, die Platzierung in der World Tour. Wir können ja auch einfach mal, damit alle hier im Bilde sind, schauen, wie viele Punkte hier jetzt so die Leute geholt haben unsererseits. Ähm, ich lasse das einfach mal so ein bisschen im Hintergrund. Stehen. Ja, ich würde sagen, wer einer unserer äh, Leistungsträger ist, ist auf jeden Fall Jon Isagire. Wer hat es anders erwartet? Ähm, der ist gerade 8. an der Weltrangliste. Ähm, und ja, beispielsweise bei der Katalonien-Rundfahrt zwei Etappen gewonnen. Vierter im GC, zweiter bei Tirreno, Zehnter bei Mailand Sanremo. Ähm, also von Jon Isagire bin ich positiv. Ähm, Angetan. Nicht überrascht kann ich gar nicht sagen. Das war ja natürlich auch einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt zu Cofidis gegangen bin, ähm, John Isagere hier im Team zu haben. Bei den Ardennenrennen muss ich sagen, hätte ich mir ehrlich gesagt mehr von ihm erwartet, aber es lastet natürlich auch einfach viel auf ihm. Von daher ja, würde ich das mal ein bisschen rausklammern. Gleiches gilt eigentlich für die KSP-Rennen für Max Walscheid den Deutschen. Der hat jetzt bei Paris Roubaix 14. Platz. Ähm, ja, vielleicht auch nicht das erreicht, was wir gerne gesehen hätten, aber ich meine, auf der anderen Seite bei Omlob dritter, Gent fünfter, E3. sechster. Alles hervorragende Ergebnisse. Also Max Walscheid ähm, für mich auch einer der Leistungsträger. Äh, wer auf jeden Fall überrascht hat, ich denke, ähm, da kann keiner sagen, dass er damit gerechnet hat. Ich auch nicht. Äh, André Carvalho. Ähm, bislang echt super starke Leistung. Strade, Bianche Sieger. Und ähm, ja, dritter auch bei Brügge de Panne. Also die drei ähm, waren für mich bislang die besten. Ansonsten, äh, ja, gute Leistung auch noch von den beiden Italienern, Consoni und Schimolai im Sprintbereich. Dann ein bisschen enttäuschend bislang. Wahrscheinlich eher die Franzosen Kukar. Wobei der noch, ich würde mal sagen, Coca ist bislang so mittelmäßig und von Guillaume Martin muss man halt sagen, große Ziele kommen noch, aber das war bislang noch nicht genug, was er geleistet hat. Hey, dann kommen wir auch gleich sehr passend, gut, gute Einleitung direkt für die nächste Frage. Und zwar wurde in der letzten Zeit aus der französischen Presse immer häufiger der Vorwurf ähm, an dich gerichtet, dass du die französischen Spitzenfahrer, also ein Matin, coca oder auch ein Benjamin Thomas eher benachteiligen würdest und stattdessen lieber auf ausländische Fahrer setzt, wie Walscheid, Consoni, Chimolai oder natürlich äh, deinen absoluten Liebling Isagire. Ähm, was sagst du zu dieser Kritik, die da in den Gazetten zu lesen war? Ähm, ja, kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, denn... Ähm Jon Sagire, das stimmt, der hat bislang die meisten Renntage im Team 42, ähm, aber gleich gefolgt von Martin mit 41 Tagen. Also, ich sag mal, oft genug wird er schon eingesetzt, äh, genauso wie Ro äh, Rochard mit 37 Renntagen. Äh, dahingegen haben jetzt zum Beispiel Konzoni und Shimolai nur 33 und 32. Also, Renntage haben äh, die Franzosen ja schon gesammelt. Ähm, Vielleicht ist es auch einfach in der Außendarstellung natürlich negativ rübergekommen, weil ich mit den Ergebnissen nicht so zufrieden war. Ähm, ja, aber ich würde sagen, es liegt nicht an den Chancen. Also vor allem Martin ähm, hat, denke ich, eigentlich genügend Chancen bekommen und auch genügend Rennen gefahren. Und das lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig aktuell. Okay, dann schauen wir mal. Ich meine, beim Giro wird er jetzt wieder als Kapitän fahren, voraussichtlich. Genau, ja. Ähm, von daher. Gucken wir mal, ob du da der Kritik Einhalt gebieten kannst. Dann haben wir die nächste Frage und zwar wie zufrieden sind sie mit dem oder bist du mit dem Erreichen der Sponsorenziele? Welche Konsequenzen ziehen sie aus der Bilanz äh, oder aus dieser Bilanz für die kurze und lange Sicht? Und was äh, denkst du über die Ziele, die noch kommen und ob die erreicht werden können? Ich sehe ja nicht mehr so viele, das sind ja glaube ich fünf. Okay. Ne? Äh, genau, fünf haben wir noch. Äh, ja, okay, das war jetzt äh, im Prinzip eine ganze Menge, aber richtet sich alles ähm, in Richtung Sponsorenziele. Ich meine, ja. Teil davon hatten wir vorhin auch schon, ne? Bei, ähm, ja, genau. Ja, also grundsätzlich ist Kofidis äh, schon zufrieden äh, mit der Arbeit des Teams und ich auch. Ähm, es ist aber durchaus noch äh, Luft nach oben. Also, zumal wir halt zuletzt bei den aden klassikern wirklich nicht die Ziele erreicht haben, ähm, wobei die Ziele meiner Meinung nach von Sponsorenseite sehr hoch gegriffen sind. Also mit dem aktuellen Kader äh, Flash Top 5 und Lüttich-Bastonio Lüttich Top 10 ist halt schwer erreichbar, sage ich mal, in meinen Augen und hat halt auch nicht geklappt. Ähm, dafür haben wir auch. Andererseits halt auch bei Rennen äh, überragt, muss man sagen, zum Beispiel bei Strade oder sowas, was niemand auf dem Zettel hatte, was jetzt halt keine Ziele gewesen sind, aber ich glaube, das gleicht so ein bisschen aus. Ähm, ja, im Prinzip sowohl die äh, äh, Teamleitung, sage ich mal, was natürlich auch mich äh, umfasst, als auch den Sponsor äh, sind zufrieden. Ähm, ich würde mal sagen so eine 2 Minus um es mal so in Schulnoten auszudrücken, da ist aber noch Luft nach oben. Ähm, als Nächstes haben wir natürlich jetzt den Giro, äh, wo ich auch ein besonderes Augenmerk drauf habe. Das ist jetzt für Kofidis aufgrund der Nationalität sage ich mal jetzt eher zweitrangig in Anführungszeichen im Vergleich halt zu Dauphiné und Tour de France, was danach noch kommt. Aber ähm, ja, mein Ziel ist eindeutig, das Chiclamino äh, zu holen. Ähm, beim Giro und danach halt Etappensiege bei Dauphiné und Tour de France ist eigentlich auch ein Muss. Bei der Tour de France wollen wir halt darüber hinaus auch noch mehr erreichen, ähm, was ich halt anfangs der Saison auch schon mal gesagt hatte. Also ja, Top 10 von Guillaume Martin äh, ist erstmal so das angepeilte Ziel, ähm, was wir da erreichen wollen. Dann haben wir danach noch äh, Top 10 beim San Sebastian Classic. Durchaus, denke ich mal, auch realistisch und sollte machbar sein und Etappensiege bei der Vuelta und Benelux-Tour. Ähm, ja, ich sag mal, das werden so die Mindestanforderungen äh, sein, ähm, die wir als Team eigentlich auch erreichen müssen. Also den Anspruch haben wir auf jeden Fall. Hey. Ja, dann viel Erfolg dabei. Findest du es übrigens mal kurz abseits davon äh, auch leichter, eine Etappensieg mit einer Worte zu holen, als zum Beispiel bei der Dauphine einfach weil man mehr Versuche hat? Mmh, geht so. Okay, interessant. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Und ähm, meiner Erfahrung nach ist das Teilnehmerfeld, muss ich sagen, auch. Aufgrund dessen, dass zumeist der Fokus eher auf der Tour de France liegt, dann bei der Vuelta nicht unbedingt immer so krass, ähm, was einem dann natürlich auch zugute kommt, wenn man dann jetzt zum Beispiel auch mit richtig guten Fahrern da ähm, anreist, Und ich sag mal, wenn wir mit einem ähm, Jon Isagire wird zwar die Tour de France fahren, ja. Aber ich sag mal, ansonsten so ein, so ein Fahrertyp wie John Isagire bei der Vuelta hätten, da ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man mit dem dann auch eine Etappe da gewinnen muss. Und ähm, Dagegen Dauphiné, ja, man hat nicht so viele Chancen, weil es einfach nicht so viele Etappen sind. Und da sind durchaus gute Teilnehmer am Start, finde ich. Gerade im Hinblick darauf, dass die sich auf die Tour de France vorbereiten. Also ähm, finde ich es auch immer sehr äh, tricky, aber äh, auch in jedem Fall machbar, da eine Etappe zu gewinnen. Hey, ja gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die bezieht sich so ein bisschen auf die Fahrer, die keinen Vertrag mehr für die nächste Saison haben, also deren Vertrag ausläuft. Und zwar folgendes. Mit Martin, Isagere, Rochard oder Rojas, Fernandes, Vilela, Delettre, Champion und auch José Herrada. sind gleich mehrere Fahrer, zwar viele, ohne Vertrag, die sich eher so zu den Berg- oder Rundfahrspezialisten zählen würden. Wie sieht da der Plan aus? Ist da eventuell vor, so einen Umbruch oder hast du eventuell vor, so einen Umbruch zu machen? Es würde sich ja anbieten, weil er ja komplett die Bergfahrerfraktion wegbrechen kann. Oder möchtest du da mit diesen Fahrern verlängern oder mit den meisten davon? Jetzt im Hinblick darauf, diese vorhandene Bergfahrerriege, sage ich mal, auslaufen zu lassen und um sich dann äh, in dem Bereich halt neue Fahrer zu holen. So ist das wahrscheinlich gemeint. Ja, ne? genau. Ja. Ähm oder auch ja. in einem anderen Bereich vielleicht sagst du äh, auch oh, keine Berge oder ja oder, oder Neuausrichtung, oder Neuausrichtung. Ja, ja deswegen deswegen hatte ich nachgefragt nee also eine Neuausricht Neuausrichtung im Sinne von ich sag mal jetzt als Beispiel Alpecin Phoenix ist halt ein Team was ähm, deutlich auf Klassiker ausgerichtet ist ähm, ja Quick's der braucht aber nicht Alpecin ist eigentlich ein gutes Beispiel ähm, die würden halt stattdessen äh, Sprinter oder KSP Fahrer oder sowas holen das haben wir jetzt nicht geplant. Ähm, eigentlich, wenn man sich mal den Kader overall anschaut, ist mein Gedanke eher dahinter, ähm, noch mehr in den Bereich äh, Berg und auch Gesamtwertung zu gehen. Ähm, das muss nicht unbedingt immer quantitativ sein, ähm, aber eben qualitativ. Äh, von daher werden wir auf jeden Fall ähm, ja entweder verlängern. Das ist immer sehr individuell. Also, ich werde jetzt nicht sagen, alle von den genannten Fahrern werden äh, verlängern oder alle werden auslaufen. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall auch Fahrer davon behalten und zusätzlich dazu uns definitiv im Bereich Berg und Gesamtwertung auch noch verstärken im Hinblick auf das nächste Jahr. Ähm, zumindest ist das der Plan. Da ja, bin ich natürlich auch auf die Gelder des Sponsoren angewiesen und ähm, ja, bis da über die Budgetierung für das nächste Jahr entschieden wird, haben wir noch ein bisschen Zeit. Demnach kann ich jetzt noch nicht sagen, wie viel Geld wir da investieren können. Ein Sponsorwechsel steht aber nicht zur Debatte, oder? Nein. Okay. Also auch wenn Kofidis jetzt nicht super viel Geld hätte, würde du sagen, ich bleibe trotzdem. Genau, ja. Okay. Klare Ansage da, äh, dazu. Dann haben wir noch eine Frage, die auch den Sponsoren betrifft. Ähm, und zwar laut Sponsor gab es ja so ein paar Meckereien, was den Kader betrifft. Cimolai sei nicht populär genug. Martin ist in Frankreich nicht populär genug. Es gibt keinen bekannten Belgier im Team und so weiter. Ähm, haben sie vor oder hast du vor, das zu ändern? Und wie zufrieden bist du mit der Stärke der französischen Fahrer im Team? So, alles in allem. Ja. Ähm, Stärke der französischen Fahrer jetzt. Qualitativ so in der Spitze oder allgemein auch von der Anzahl her, wie viele Fahrer wir haben oder sowohl als auch? Ich würde jetzt mal sagen, allgemein, weil über die Leistung von äh, Mateur und Pokal hast du jetzt schon ein bisschen gesprochen. Es gibt ja hm. noch ein paar andere im Team, aber auch vielleicht von der Anzahl her. Es sind ja nicht so super viele. Ja, genau. Also da muss ich halt mal vorausschicken, dass ähm, ich halt erst nächste Transferphase dann wieder Einfluss darauf habe. Äh, wem wir jetzt verpflichten, das team ist halt so zusammengestellt worden, wie es zusammengestellt ist. Ähm, ja, wir, wir möchten schon auf dauer mehr französische fahrer im team haben und auch in der spitze ähm, bessere französische fahrer. Ähm, zu denen, ja, die wir jetzt haben, ich sage mal, dass martin nicht beliebt genug ist im augen des sponsors. Kann ich jetzt Kofidis keinen Vorwurf machen, denn da muss halt leistungstechnisch von ihm auch einfach noch ein bisschen mehr kommen. Ich sag mal, wenn er beim Giro jetzt abliefert, ähm, geht er sicherlich auch in den Augen des französischen Sponsors oder auch der Medien ähm, höheres Ansehen genießen. Ähnliches gilt auch für Chimolai. david Chimolai finde ich auch ein sehr. Ein Fahrer, der sa sehr underrated war bei seinem vorherigen Team, bei Israel. Ähm, von daher ist er, glaube ich, da oft so unterm Radar geflogen und auch gar nicht so ähm, positiv aufgefallen, ähm, so medial zumindest. Und das wollen wir auf jeden Fall auch ändern beim Giro. Ähm, deswegen, ich kann schon nachvollziehen, dass der Sponsor da nicht restlos zufrieden ist. Ähm, da werden wir aber sowohl jetzt sportlich dran arbeiten. Dass da das Ansehen, sage ich mal, gesteigert wird als auch transfertechnisch, dann vor allem bei den Franzosen. Also mal ganz interessant, ich habe mal gerade kurz nebenbei nachgeguckt, es waren zum Beispiel 2008 im Kader von Cofidis noch 22 Franzosen. Mhm. Das hat sich seitdem natürlich krass geändert. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 12 gewesen oder irgendwie sowas von den Dreh. 14, ja, okay. 14 sind es. 14 sind es sogar, okay. Gut. Ja. Du musst es ja wissen. Gut, ähm, dann haben wir eine weitere Frage, die du, glaube ich, auch zum Teil zumindest schon ein bisschen angerissen hast. Zum jetzigen Stand sind die Fahrer mit den meisten Punkten im Team, Joni Sagire, Max Walscheid und Cavaglio. Ähm, und dann natürlich die Frage, die sich daraus ergibt, bist du überrascht, dass diese drei Fahrer so gut performen, wie sie performen? Und ähm, was denkst du, wer die Top drei Fahrer am Ende der Saison sein werden in der Rangliste? Ähm, ja, also Sachen dazu habe ich ja schon gesagt. Ähm, bei weilscheid und Isagire bin ich nicht überrascht. Ähm, bei Cavaglio definitiv, kann ich nicht anders sagen. Da war bislang so die Entdeckung der äh, Saison und auch vor allem der Klassiker-Season so. Bis dato, da bin ich positiv überrascht. Ähm, ja, was ich denke, wer am Ende die Top 3 sein wird. Dazu müsste ich mir gerade noch mal kurz anschauen, jetzt auch wie aktuell der Stand ist bei den nachfolgenden Plätzen. Aber Jon ähm, Isagire wird definitiv in den Top 3 sein, da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, ja, normalerweise müsste Gio martin auch Erster oder Zweiter sein. Ich würde mal sagen, es werden Isagire, martin und Shimulai werden. Yeah. Dann schauen wir mal, ob du damit recht haben wirst am Ende der Saison. Müssen uns auf jeden Fall aufschreiben, am besten in den Kommentaren oder so. So, dann haben wir vom lieben LoraDark99 noch ähm, ein paar Wünsche oder Tipps bekommen, von, ähm, nämlich elf Namen, die du auf jeden Fall verpflichten solltest. Oder zumindest mal elf Vorschläge. Vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, ob die Fahrer interessant für dich sind. Ähm. Oder ob die überhaupt auf deinem Zettel stehen. Also, der erste Name, den ich lese, ist Romain Badet. Äh, ja, also, um es mal ganz kurz zu halten, ja, der, der ist auf der Liste drauf. Das wäre definitiv ein äh, ja, Star einfach des französischen Radsports, kann man nicht anders sagen. Der uns halt auch im Bereich Berghügelige äh, Berg Klassiker, Gesamtwertung weiterbringen. Kann und sicherlich auch wird. Also von daher ist das ein Name, der ganz oben auf der Liste steht. Okay, dann haben wir den zweiten Namen, das ist Jasper Philipsen, der belgische Sprinter. Ähm, ja, es, ich sag mal, wird auch auf der Liste zu finden sein. Ähm, inwieweit das halt realistisch ist, einen Jasper Philipsen zu holen, ähm, liegt selbstverständlich auch daran, wie viel Geld uns zur Verfügung stehen wird. Zu Beginn des Transferfensters. Und äh, Philipsen, ich glaube, da muss man kein Prophet sein, wird natürlich von vielen umworben. Von daher äh, möchte ich da die Erwartungen der Zuschauer vielleicht mal ein bisschen drosseln. Wir werden auf jeden Fall mit Philipsen sprechen. Ähm, mehr kann ich dazu aktuell aber noch nicht sagen. Okay. Dann hätten wir einen weiteren interessanten Fahrer, der auch noch recht jung ist, nämlich der Franzose. Pavel Sivakov von Ineos. Ja, stimmt. Kürzlich äh, aufgrund gewisser Umstände die Nationalität gewechselt. Okay. Ähm, ja, durchaus auch ein interessanter Mann im Hinblick auf die Gesamtwertung, ähm, sage ich mal. Ja. Ähm, ist jetzt meiner Meinung nach nicht so, ähm, so weit oben auf dem Zettel gewesen wie ähm, Roman Badet äh, zumal uns noch etwas unklar ist, äh, wie die Vertragslage aktuell bei Sivakov aussieht. Ähm, aber durchaus sicherlich auch, zumal er jetzt auch offiziell als Franzose sage ich mal gilt, ähm, perspektivisch dann interessant für Kofidis, ja. Ja, dann haben wir als vierten Namen hier Clément Champoussin von ähm, ja, auch ein interessanter junger Mann, gerade so für die hügeligen Klassiker. Ähm, jemand, der uns auf Dauer sehr gut zu Gesicht stehen würde. Ähm, auch, wie gesagt, ähm, kann ich mich da nur anschließen, wie das auch bei Jasper Philipsen ist, auch ein ja, sehr gefragter Mann. Also Roman Badé auch, ja, aber Roman Badé äh, hat definitiv Priorität bei uns. Äh, würde ich sagen, hat so mittlere Priorität. Ähm, ist aber auch ein Mann, der auf jeden Fall auf der Liste steht, ja. Okay. Machen wir weiter mit dem jungen Fahrer und diesmal einer von einem kleineren französischen Team. Äh, nämlich von Saint-Michel Aubert, äh, der Fahrer Jason Tesson. Junger Sprinter, wenn ich es richtig sehe. Richtig, Ja. Ja, eine interessante Personalie. Ähm, der wurde durch äh, Scouts an uns auch herangetragen. Aber ähm, wir haben eher Bedarf im Bereich Berg- und Gesamtwertung, ähm, sodass ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob jetzt ein weiterer Sprinter ähm, unbedingt so das ist, was wir brauchen. Wenn, dann müsste es schon wirklich ein Kaliber sein wie Jasper Philipsen, also ein Top-Sprinter. Ähm, und es muss halt auch erst geklärt sein. Ob sich vertraglich halt ja, bei unseren bisherigen Sprintern irgendwie was tut. Ähm, aber wir haben natürlich auch Brian Kokar und Davide Chimolai gerade ah, erst dieses Jahr verpflichtet. Von daher ähm, sehe ich jetzt aktuell nicht so die Möglichkeit, dass wir so viele Sprinter äh, holen werden im nächsten Transferfenster. Erzählt noch zu den Sprintern? Konzoni, Chimolai, Kokar, oder? Und dann Wahlscheid vielleicht noch. Ja, ich würde Absolut. sagen, die, die drei. Auch ja, okay. ja, genau, Seinock noch als noch als Nachwuchsprinter, richtig. Ja, okay. Verstehe ich dann dementsprechend. Ja, dann steht hier auch der Liste Max Wahlscheid. Geht wahrscheinlich um die Vertragsverlängerung. Äh, ja, also wenn es nach uns geht, äh, werden wir definitiv mit Max verlängern. Ähm, auch einfach mal, wenn man sieht, wie der dieses Jahr gefahren ist. Ähm, Wünsche ich mir für ihn persönlich natürlich auch, dass er da mehr Unterstützung im... KSP-Bereich bekommt. Ähm, aber da, da kann man davon ausgehen, dass wir mit Max verlängern, ja. Okay. Gut, dann haben wir noch eine Doppelnennung hier von DSM, nämlich zum einen Servant Kra Andersen und zum anderen Nico Denz. Was sagst du zu denen? Ähm, ja, von der Region her sicherlich Nico Denz, ein Name, der von, von den Deutschen in den Raum geworfen wurde. Äh, für Kofidis, wir müssen natürlich auch schauen, was. Ähm, oder wir müssen zum Teil selbstverständlich die Transfers auch unserem Sponsor gegenüber so ein bisschen rechtfertigen, denn das Geld kriegen wir ja größtenteils von Cofidis. Ähm, da sind in, ist in meinen Augen äh, Nico Dance nicht unbedingt ein Fahrer, äh, der uns vor dem Gesichtspunkt so gut zu Gesicht steht. Sollen Crow ein super Fahrer, könnte uns auch im Klassikerbereich weiterhelfen, aber äh, könnte kostspielig werden. Von daher würde ich jetzt bei den beiden Namen eher Nein sagen. Ähm, ist aber nicht ausgeschlossen. Okay. So, dann haben wir noch vier Namen auf der Liste. Ich hoffe, du kannst noch. Jo. Ähm, der nächste wäre Damion Tuse. Auch ein Franzose, ähm, genau, dessen Vertrag ausläuft. Junger Mann. Ähm, der ist, sage ich mal, schon interessanter als Tesson in dem Sinne. Der kann zwar auch sprinten, aber äh, ja, würde sich doch eher als Nordklassikerfahrer deklarieren. Von daher ist es auch jemand, den wir auf dem Zettel haben, ähm, um Max im nächsten Jahr zu unterstützen. Auch eine Ex-Kopie des Fahrers noch gar nicht so lange her. Jo, dann haben wir noch äh, Maxim Chevalier von BB &B Hotels. Sie sprechen richtig aus. Ja. Ähm, ja, auch ein sehr guter äh, Name, auch jemand, der bei uns auf der Liste steht. Ähm, 22 Jahre jung ähm, im Bereich Berg Gesamtwertung unterwegs. Ähm, von daher, das ist ja ein Bereich, in den wir mehr investieren möchten. Ähm, der steht auch relativ weit oben auf unserer Liste. Ja. So und dann haben wir noch aus der regulären Liste einen, nämlich Thomas Champion von Cofidis, offenbar. Ja, richtig. Ähm, ja, ich sag mal die Saison, äh, was die Verlängerung anbelangt, musste auch ein bisschen weiter voranschreiten, so dass man sagen kann, ähm, mit wem alles verlängert wird. Bislang äh, sind wir Ganz gut zufrieden mit den Leistungen, ähm, aber noch nicht so, dass ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt sagen würde, äh, der ist eingeloggt, dass der Safe verlängert wird. Ähm, das wird sich noch im Verlauf ähm, der weiteren Saison hier rauskristallisieren. Und ähm, ja, der wird ja sicherlich auch noch das ein oder andere Rennen bestreiten, wo er sich dann anbieten kann für einen neuen Vertrag. Gut, dann haben wir noch einen Extra-Tipp und zwar Mathieu Bourgodeau. Ja, Mathieu ist natürlich äh, kürzlich auch aufgefallen durch seinen äh, Solo-Sieg, wo er nicht mehr eingeholt wurde äh, vom Hauptfeld in den Sprints. Ja, Bourgodeau ein ähm, schneller, schneller, punchiger Mann ähm, von Total Energy. Der würde uns glaube ich auch gut zu Gesicht stehen im Bereich der ardennen klassiker ähm, Von daher auch ein interessanter Mann, der steht auch mit auf der Liste. Okay. So, dann werden wir mit den Namen durch. Ein Name kommt noch von Torben Thompson und zwar, der empfiehlt dir höchst, äh, legt dir sehr ans Herz, Anthony Turgis ähm, unter Vertrag zu nehmen. Was sagst du dazu? Ja, äh, Turgis ist auch ein großes Tage, so wie Roman Bardet auch. Ähm, da werden wir sicherlich. Gegen andere Teams. Man kann davon ausgehen, dass Quickstep oder auch Jumbo visma vielleicht daran interessiert sein werden, ihren Klassiker-Squad noch weiter zu verbessern. Ähm, Tujis würde uns aber natürlich als französisches Team sehr gut zu Gesicht stehen. Ähm, ja, ist eine Frage, ob wir uns das leisten können, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn es machbar ist, werden wir ihn auf jeden Fall versuchen zu holen. Okay. Gut, dann hätten wir die ganzen Personalien jetzt erstmal abgeschlossen. Ähm, zwei Fragen stehen noch auf meiner Liste und das sind eher so, gehen wir mal weg von den Detailfragen von einzelnen Fahrern, sondern schauen wir uns mal das große Ganze an. Ähm, was war denn bisher in der bisherigen Saison dein Highlight der Saison und was dein Lowlight bisher? Uh, äh. Was war am meisten begeistert und wo am meisten enttäuscht sozusagen? Ja. Frage. Ähm, es gibt immer, also ich sag mal, es gab einige Highlights. Ich glaube, das Highlight, an das ich mich jetzt spontan einfach erinnere, ähm, weil es am überraschendsten kam, war tatsächlich der Sieg bei Strade Bianche von André Carvalho. Ähm, ja. Das war für mich das Highlight der Zeit. Mm, ja, lowlight. Muss ich sagen, wahrscheinlich jetzt generell. Die letzten Klassiker, also da würde ich nicht unbedingt ein, nur ein Rennen ausmachen, sondern ich sag mal so die Woche Hubert, Flash Lüttich. Die eine Woche war bislang so das Lowlight, würde ich sagen, in unserer bisherigen Saison. Okay. Okay, okay. Gut, und dann hätten wir noch eine Frage, ähm, und zwar... Was denkst du, äh, wirst du als Fazit für die Saison am Ende der Saison? Ähm, also, was steht unter dem Schlussstrich quasi, unter der Saison? Ähm, ja, okay. Was das Fazit der Saison sein könnte, zum Beispiel. Genau, also wirst du am Ende sagen, war eine perfekte Saison, war gut, war schlecht. Wir haben die Tour France gewonnen, alles super. War, oh Gott. So. Ja, das ist natürlich äh, Spekulation. Am Ende würde ich sagen, steht unterm Strich eine gute Saison. In vielen Bereichen wahrscheinlich auch eine überraschend gute Saison, wenn man mal bedenkt. Cofidis ist natürlich jetzt auch nicht das Team mit dem größten Budget. Und dafür haben wir schon ziemlich viele Erfolge gefeiert. Ich würde mal sagen, am Ende eine sportlich doch... Ja, überragende Saison, weil wir sicherlich noch ein paar große Sachen gewinnen werden. Also, ich will mich da jetzt noch nicht darauf festlegen, was es sein wird. Aber ich sag mal, wir haben natürlich beim Giro jetzt auch mit Shimolai eine gute Option. Wenn wir da vielleicht das Chiclamino holen, Guillaume Martin hat noch zwei Chancen beim Giro und bei der Tour. Er hat natürlich auch noch andere Chancen, aber sich dabei Grand Tours zu beweisen, Die Saison ist noch lang. Also ich denke, was ähm, wird so das Fazit sein? Und wir werden ganz weit oben in der Weltelite sein. Aktuell gibt es zwar mh, noch keine Grand Tour, die gefahren wurde, aber wir sind derzeit Erster in der Weltrangliste. Und das eben mit, ja, Cofidis vor Jumbo Visma, vor Ineos, vor Quickstep. Äh, ich sag mal, wenn wir da in den Top 3 bleiben ähm, sollten... Das wäre, denke ich, in meinen Augen schon überragend. Ähm, ja, ich denke, das wird so das sein, was am Ende der Saison dabei rumkommt. Okay, sehr schön. Ähm, ein Fun Fact habe ich noch für dich. Wusstest du, dass Lance Armstrong mal unter Vertrag stand bei Grafides? Nee, wusste ich ehrlich hab, gesagt nicht. Habe äh, ich meiner Recherche rausgefunden. 1997 in der ersten Saison von dem Team. Okay, ähm, krass. Unter Vertrag. Ja, inzwischen möchten wir uns natürlich von solchen Namen weit distanzieren. Ähm, das war noch, möchte ich sagen, bevor ich hier irgendwelchen Einfluss auf das Team hatte. So, so, mit Toursiegern habt ihr also nichts am Hut, ich sehe schon. Ja, Toursiegern. Offiziell äh, sehe ich dann nur äh, durchgestrichenes, wenn ich den Namen höre. Alles klar. Nee, schön. Ähm, das wären alle Fragen, die von unserer Seite her besteht oder von Seiten der Community. Bestehen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du anmerken möchtest? Ähm, ja, vielleicht an der Stelle einfach nochmal vielen Dank äh, an alle Zuschauer für die Fragen und auch natürlich an dich äh, für deine Fragen, die du mit eingebracht hast und allgemein dir die Zeit genommen hast äh, für das heutige Video, für diese kleine Pressekonferenz. Ähm, ja, vielen Dank an die Zuschauer ähm, für die Unterstützung äh, bislang in der Saison bei Kofides. Und ähm, ja, ich denke, dass wir natürlich auch so weitergehen. Jetzt steht als nächstes dann der Giro d'Italia kurz bevor, und da hoffe ich natürlich drauf, dass ihr da draußen auch die Kofides Fahnen und Cappies und Trikots äh, hochhaltet und uns da auf jeden Fall die Daumen drückt. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Und ja, viel Erfolg beim Giro d'Italia kann ich schon sagen. Ja, vielen Dank. Spannend. Danke, danke. Jo, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2021. Bis dahin, macht's gut. Ciao.